Mein Fahrrad ist super, ja, ja. Das habe ich ein bisschen gepimpt für die Tour. Habe ein GPS dabei und hat mich auch noch nicht im Stich gelassen. Hallo, ich bin Martin, ich bin 31 Jahre alt. Ich bin Elektroingenieur und von der Tour gehört habe ich von einer Freundin, die mitfährt. Und das ist ein super Konzept, finde ich, dass man als Gruppe Fahrrad fährt und nicht nur einfach die Altmühl lang fährt, dass man auch was Aktives macht und sich für die Gesellschaft einsetzt und Impulse bekommt für sein weiteres Engagement. Wir fahren nach Wörstadt zu Juvi Solar. Das ist eine Firma, die sich den regenerativen Energien verschrieben hat. Und ja, ich könnte mir auch vorstellen, da zu arbeiten. Ist leider zu weit weg von meinem Wohnort, aber ich wollte schon immer mal hin und mir die Firma angucken. Und jetzt freue ich mich auf den Tag. Ein Projektentwickler, der sich ganz speziell mit erneuerbarer Energie beschäftigt. Wir machen im Rahmen der Projektentwicklung, geben wir dann die Aufträge an die entsprechenden Firmen, wie zum Beispiel Enercon oder First Solar, weiter zum Aufbau der Anlage. Juvi ist der Steuerer, der so von Anfang an, von der ersten Planung oder von der ersten Beratung bis zur auch am Schluss der Betriebsführung 20 Jahre lang das Projekt begleitet. Ja, das Haus hat inzwischen Weltberühmtheit erlangt. Es hat vor 2 Jahren einen Preis bekommen als energieeffizientestes Bürogebäude der Welt. Ist damit sehr bekannt geworden. Das heißt, Juvi produziert mit diesem Haus, hauptsächlich mit Photovoltaik auf den Dächern, mehr Strom als Juvi selbst verbraucht. Die Maschinen sind zu 2/3 aus Beton. Da werden also vorgegossene Segmente, 3 Kreissegmente unten, 2 Vollsegmente oben, weiter hoch, werden hier auf dem Tieflader angebracht. Werden dann mit einer kräftigen Stahlbewehrung aufeinander gestapelt. Wenn sie bis oben sind, obere Drittel etwa, ist ein Stahlturm. Und zwar deswegen, weil das Gänse ja ziemlich hohen Winddruck da oben drauf hat. Also der muss etwas flexibel sein, sonst wird es den Turm umschmeißen. Also wir sind hier 1 Kilometer von der Juvi-Zentrale entfernt, sind hier rausgelaufen zu der Windenergieanlage. Insgesamt gibt es hier 10 Windkraftanlagen, die hier Strom erzeugen. Wir haben einiges erfahren über Windkraftanlagen allgemein, dass zum Beispiel, wenn eine Windkraftanlage in einem Vogelfluggebiet aufgestellt wird, also wo Vogelzug zu erwarten ist, dass in den Zeiten, wenn der Vogelflug ist, die Anlage dann abgeschaltet wird. Also ich finde, die Freiheit, dass man jeder machen kann, was er will, sollte da eingeschränkt werden. Die Marburger Solarsatzung ist, finde ich, eine sehr gute Sache, um auch die Verbockten zu erreichen und die Energiewende zu schaffen.